Das war nervig. 25 Minuten für einen Boss. Er sieht so zu wegweben aus. 11.000 Erfahrungspunkte. Was? Okay. Okay, die waren mit 130. So, 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 これにパーペルだよね。僕が感じた怪我がそれだろ。来る途中、遺跡から離れていく。なんとも言えない気配を感じた。立ち去ったってこと。不気味ですね。ここは守れた。今はそれでいいよ。気にならないの？ミクリオが戻ったからね。ここはもう大丈夫。でしょ？ああ。封印の方は見つけ出した。 今日ももうカムラには近づけない。いいとこ総取りってわけ。生意気よ。抑えるところを抑えてこそいい男さ。君は先に戻ったのに抑えられなかったのか？いい男ではないということですよね。グハ。さあ、アリーシャ。 君の答えを聞かせてやろう。あ、ラスマズ。あれがスレイだよ。 君のもたらしてくれた光は、世界を変えている。休戦の講和条約は、間もなく締結されるだろう。数百年にも及んだ両国の争いが、ついに終わるんだ。私は、そのために尽力する。それは伝えた通りだ。けど、気づいたんだ。私の本当の答えに。 私は政治家としてだけじゃない。王族としても、騎士としても、女の子としても、みんなの仲間としても生きたいんだって。それは、ただ欲張りなだけだと思ってた。捨てられない自分の迷いだと思ってた。けど、ロゼと何度も喧嘩して、先生にお別れを言うことができて、 みんなとまた旅ができたから、スレイに会うためにここまで旅をしてきたおかげで答えにたどり着けたんだ。何も捨てる必要なんてないって気づいたんだ。ありがとう、スレイ。あんたがこの旅で手に入れたのは答えを信じる心だよ、アリーシャ。
Ja, ich wollte schon sagen, den gibt's da auch noch. この痛み、早く味わわせたい。小娘ども同士の小僧の前で引き裂くか、小娘どもの目の前で同士の小僧を引き裂くか。楽しみだ。 力が戻る日が、食える日が、味わわせる日が。 Lachen. Und Credits. Was? Was? Was jetzt mit Luna? Hä? Okay. Ja. Und jetzt bin ich verwirrt. Boah, warum wird jetzt hier angedeutet, dass es noch weitergeht, wenn das DLC zu Ende ist? Gibt es noch ein DLC? Oder gibt es irgendwann Tales of Systeria 2? Was? Ich verstehe es nicht. Aber okay, das Spiel ist irgendwie vorbei. Wie es ausschaut, also ein DLC. Na gut. Nehme ich, glaube ich. Ja, meine Meinung zum DLC. Ich glaube, man hat gemerkt, meine Einstellung zum DLC war jetzt nicht so gut. Das Hauptspiel war auf jeden Fall besser. Sagen wir es mal so. Keine Ahnung, Rose konnte ich nehmen. Ganzen DLC irgendwie nicht leiden. Auch wenn es irgendwie Gründe gegeben hat, hätte man irgendwie anders umsetzen können, finde ich. Und ja, was allgemein mit Soray passiert ist, fand ich auch ein bisschen doof. Weil es war irgendwie, wenn es irgendwie so hat, bis zum Ende irgendwie, weiß nicht, kam ja so mitten aus dem Nichts, dass er auf einmal nicht mehr da ist. Und ja. Dann ist es auf einmal, ja, der ist weg. Ja, ich opfer mich. Und ja. Ich habe schon irgendwie kommen gesehen, aber ich dachte, es wird irgendwie mal so erwähnt, dass man sich darauf einstellen kann. Aber nein, auch nicht. Komisch. Ich habe so gemischte Gedanken mit diesem Spiel. Ich würde es nicht als eins meiner absoluten Lieblings-Tales of Spiele abstempeln. Das auf jeden Fall nicht. Nee, glaube ich nicht. Video Baba! Und da ranken einige andere Tales of Spiele wie Xillia, Graces F und so schon ein bisschen höher. Aber jetzt haben wir storytechnisch alles abgeschlossen, oder? Oder gibt es noch ein DLC, von dem ich nichts weiß? Wir wissen, was jetzt mit Lunar ist. Treffen wir ihn noch mal irgendwann? Ist er einfach weg oder so? Ich verstehe jetzt irgendwie gar nichts mehr. Aber na gut. Er hat ja darauf hingedeutet, irgendwie, dass es noch weitergeht. Aisha hat den Titel Verpfändetes Herz erworben. Glückwunsch, du hast die Geschichte abgeschlossen. Du kannst jetzt dein Spiel schon speichern, wenn du möchtest. Wenn du diese Daten lädst, kannst du die Gegenstände übertragen, die du erworben hast, und die Geschichte fortsetzen. Du kannst außerdem Aishas Geschichte im Titelbildschirm auswählen und die Geschichte noch einmal von Anfang an spielen. Ja. Also ich kann jetzt irgendwie mit Lunar noch irgendwas machen. Also kann ich jetzt zum Beispiel Lunar noch suchen und nebenbei kämpfen oder irgendwie sowas. Weil wenn ich den Spielstand jetzt lade, komme ich ja wieder zurück zu Dingens, ne? Zum Speicherpunkt davor. Oder auch nicht. Was? Hm.
Er hat mich jetzt extrem verwirrt, vor allem weil ich einen Titel bekommen habe. Okay. Ich bin ohne Ende verwirrt. Gut. Dann laden wir mal ganz kurz. Ich werde den Part in zwei Dinger schneiden, habe ich das Gefühl. Also muss ich jetzt hier noch die Aufnahme weitermachen erstmal. Und ja. Gucken. War mal. Was sind sie, was ich die letzten paar Minuten noch machen soll? So, wir sind wieder hier. Alicia ist nicht in unserer Truppe, war irgendwie klar, ne? Aber alle sind jetzt Level 112, das ist auch gut. So, ich habe jetzt Waffen für Alicia, die ich aber nicht gebrauchen kann. Geil. Können diesen Tegel nicht so zurücklassen. Wo ist dieser verdammte Schmelztiegel denn? Wir sagen, wir machen aber Folgendes. Ich habe nämlich noch was entdeckt, wo ich auch mal auf hinaus wollte. Und zwar hier. Können wir uns schon mal angucken. Würde ich sagen jetzt. Gut, ich habe nämlich da oben noch was entdeckt. Zwar da hinten ist was. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss noch 10 Minuten irgendwas machen. Was ist das hier? Wo kommen wir da hin? Weißt du, ein Schmelztiegel? Okay. Da ist noch Monolith, oder? Tenkojutsu. まさか。これ旅の門。え?神代の時代の文献に言葉だけ出てる。あの?これが私も初めて見ました。 überhaupt noch die Vesperia-Klamotten? War es nicht so geplant. Ja, jetzt kommen hier wahrscheinlich übermächtige Gegner, die mich mit einem Schlag wegfisten. Hexinsel. Ah. Hexeninsel. Also hier ist eine bedrückende Atmosphäre. Okay, erstmal. Nicht zurück jederzeit. Und von Artorius. Und schauen wir uns mal hier um. Wahrscheinlich sind die Gegner ja voll übermächtig. Das habe ich gerade schon gesagt, ne? Ja, wir können ja schon mal ein paar Dinge hier einsammeln. Und natürlich ist ja kein Herrscher des Landes.
Aber irgendwie klar. Das sagt ich irgendwas. Oh Mann. 91, geht doch noch. Okay, die Gegner jetzt sind sehr viel einfacher. Okay. Ich will jetzt noch was zu tun. Ist nicht gedacht, hier ein ganzes Ding jetzt neu ist. So, hier ist noch Monolith. Fortgeschrittene Technik. Eine monströse Aliens greifen zum Beginn des Kampfes so an, dass du ihnen scheinbar weder ausweichen noch entkommen kannst. Und du sollst aufgeben. Was? Ha, als ob. Also, sie können den Schuss beim Kampf gegen Feinde sagen, die unbesiegbar erscheinen. Besonders die Kumulation für. Ja, toll, das benutze ich ja nie. Und du bist natürlich schnell genug, um mich einzuholen. Ich finde es geil. Von Holzhacker. Level 91, das war schon richtig chillig hier. Na klar. Ich glaube, ich weiß, was ich im nächsten Part mache. Ich werde jetzt erstmal nur antasten, ja, was wir hier machen. Statt hier alles durchzumachen. Bei der nächsten Folge machen wir dann hier die Gegend unsicher. Wer? Mehr. So, ist aber immer noch nicht der letzte Monolith gewesen, anscheinend. Das ist ein Speicherpunkt sogar. Perfekt. Und hier ist ein Drachenskelett. Vollständiges Drachenskelett. Paläontologie für Anfänger, keine Ahnung. ドラゴンの骨か。これを調べたらドラゴンの存在の核心にもっと迫れるかもしれないな。 鳥の羽と動物の足の骨って不思議なほど似てるんだろう。もしかしてなんか始まったし。バカ。問題は不死身のドラゴンが死んでるってことだ。しかも四足種最強のドラゴンです。こいつを倒したやつがいるってことだな。あ、ベースとした。いた。怖かったら手握ろうけ。 違う。血脈が変なの。あれ、間違いしかよ。あなた何か知ってるんじゃない。八天竜の巣だった大昔。けど行く。あ、気を抜くなよ、みんな。オッケー。骨になったらすでに研究されちゃうしね。オッケー。 Nein. Obwohl, da gucke ich gleich auch mal nach. So, hier fehlt mir noch was. Gott verdammt. So, immer noch auf schwer, okay. Gegner sind ja aber leichter, das ist gut. Eine gelungene Abwechslung. Im Gegensatz zu den Kämpfen im DLC. Passt mir. Das sieht aus wie so riesige Monolithen, ne? Warte mal, du bist neu, aber bist in der Nähe von diesem blöden Viech. Ich kann nicht untersuchen, okay. Erstmal mit so einem einzelnen von diesen Dingern. Ja, blöd, dass ich hier so langsam laufe. Na gut, weiß ich nicht. Machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich habe gelacht. Wenn ich das nicht schaffen würde, meine Güte. San Norman.
Nee. Ein Katz, was? Willst wissen, wieso du hier bist, Miau? Das ist eine sehr philosophische Frage, Miau. Die lange Reise auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, das ist das Leben selbst, Miau. Hexen, so Beweis der Verjüngung und der Beweis, dass du Segen des Hexengels wiederhergestellt wurde, und zwar dank der vierten Katz, was? Die gesegnete Domäne Hexensel wurde wiederbelebt. Metaphysische Fragen liegen außerhalb meiner Katzheit. Nimm stattdessen diese Karte, Miau. Eine Karte halten. Auf wieder, Miau. Wenn das große Wolken des Schicksals es vorsieht, werden sich unsere Wege erneut verknoten. So, was? Okay, ich kann den Segen hier herstellen. Gut. Ich wahrscheinlich so lange aufbleiben, bis ich irgendwie schneller hier rennen kann. Und hier, hallo, guck mal, was wir haben. Der achte Schmelztiegel der Bosheit. Sachensucher, okay. Nutzer Welt darf eintreten, okay. Mache ich jetzt aber nicht. Machen wir das in der nächsten Folge. So, dich haben wir noch nicht bekämpft. Mach mal jetzt schnell. Meine Güte, ich habe vergessen, wie stark man sein kann, wenn man amortisiert ist. Wird jetzt ungefähr 5-6 Mal hintereinander ausgewichen. Ich habe nichts gedrückt. Geil, was? Ja. Gut, dann habe ich wenigstens was zu tun in den nächsten Parts. Schon irgendwie Angst gehabt, dass ich nicht wüsste, was ich machen soll, dass ich direkt schon gegen Eisen kämpfen sollte. Von dem ich gehört habe, dass der einer der stärksten Bosse überhaupt ist. Bin ich sogar der stärkste. Mal schauen. Welcher sehen. Anscheinend sind ja nur 8 Drachen übrig. Und dann noch wahrscheinlich die Person, die... Habe ich da oben schon? Ich glaube nicht, ne? Nein. Und ist wahrscheinlich ist die Person, die den Drachen erlegt hat, auch noch hier irgendwo am Rumlatschen, ne? Das wäre ja zu schön. Ich glaube, da oben war ich aber schon, ne? In der nächsten Folge nach. Na, gucken wir mal, was es mit dem Segen auf sich hat, falls hier ein Skit ist. Mal für den nächsten Part aufbewahren. Ja, Menü Herrscher des Landes. Aber natürlich. Level 12 ist ich schon. Sehr gut. Gaben einstellen. Geil. Erstmal das hier, das hier, das hier. Nein. Nein. Ja. Ja. Und dann noch hier. Flinke Füße werde ich dann aufleveln. Könnte ich vielleicht sogar noch jetzt schaffen. Nee. Na gut. Dann sage ich schon mal jetzt, ich beende Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.